Hallo. Voll viele Menschen, ey. Wie geht's? Gut, cool. Können wir aufhören. Ich bin heute in die falsche Bahn gestiegen, als ich hierher gefahren bin. Macht ihr das manchmal, dass ihr so verträumt seid und dann seid ihr in der falschen Bahn? Vor allem besoffen ist halt Montagmittag, das wäre irgendwie weird. Aber gut. Du fährst schon echt sehr lange hierhin, sehr oft. Wer ist er? Ja, ich ist auch falsche Bahn. Ist heute Morgen in Rumänien eingestiegen. Ich war wirklich einfach in so einer falschen Bahn. Also, hallo! Der Techniker ist neu, das bin nicht ich. Was? Du bist aber ganz schön frech, ne? Was machen die Zöpfe hier? Du siehst ein bisschen aus, als wärst du auf so einer 90er-Party hängen geblieben, ehrlich gesagt. Sieht gut aus. Du bist auch mit der falschen Bahn gefahren. Du warst, glaube ich, im Bengabass heute Morgen. Aber du bist ihr Freund, ne? Ich nehme alles zurück. Er ist 400 Kilo schwer und sieht aus, als würde er einfach ganze Rehe essen. Du bist krass, ne? Bitte verbrückel mich nicht, okay? Bitte, bitte. Hör auf! Ich mache eine Show! Hallo. Nee, was isst du so am Tag? Viel Fleisch. Jagst du das selber auch? So in der Stadt, so Hunde. Ihr müsstet ihn mal sehen, er wiegt 800 Kilo oder so. Du siehst aus wie so ein menschgewordenes Bison, wirklich. Du bist so. Aber gut, also du bist krass. So, wie viel wiegst du? 126 Kilo, du wiegst viermal so viel wie ich. Boah, das ist eine Menge. Ja, was machst du auch dann so Sport? Ja, ne? Bisschen. 24/7. Du bist einer von denen, die alle Gewichte brauchen im Fitnessstudio, ne? Und für mich ist da nichts mehr da, deswegen sehe ich so aus. Weil du alle genommen hast. Ich sehe so, ich mach mit Luft. Weil du so mit 11.000 Kilo trägst einfach mit nach Hause das Zeug. Was ist deine Lieblingsübung? Hast du keine? Aber du pumpst halt, ne? Krass, oder? Du machst nur so, oder machst du auch Kraftausdauer? Du machst keine Ausdauer, du machst Kraft. Guck dich mal an, Digga, du machst keine Kraftausdauer. Ich mach Kraftausdauer. Aber du machst keine. Wie viel drückst du auf der Bank? Flachbank drücken machst du gar nicht. Ach, Entschuldigung. Entschuldigung. Du machst irgend so was Krasses, irgendwie so gegen die Gravitation im Kopfstand, irgendwie so. Was machst du denn? Was machst du? Der ist so bescheiden, dann erzähl du doch mal ein bisschen über ihn. Also, du kannst hier alles machen, was du willst. Ich liebe dich. Ich würde voll gerne deine Glatze streichen. Naja, egal. Bist du auch schon mal in die falsche Bahn gestiegen? Nein. Ich bin die Bahn. Einfach so Leute mitnehmen. So ein menschliches Uber. Komm, ich nehme dich mit. Hier, drop off. Das ist ja geil. Oh, das ist voll die geile Idee, Menschen, die dich irgendwo hintragen. Das ist so Human Uber. So, das ist richtig herablassend eigentlich, so, ja, oder? Aber schon geil, oder? Ich habe mir einen Uber bestellt und dann kommt jemand und trägt dich irgendwo. So, wir sind da. Oh, geil. Wer will investieren? Hülle der Löwen, irgendjemand? Nee, egal, okay, alles klar. Ja, ich war in der falschen Bahn. Und dann, kennt ihr das, wer wohnt in Köln? Und wie lang? Schon? 3 Jahre, du? 3 Wochen. Okay, habt ihr das irgendwie ausgemacht so? Und du, 3 Tage oder was? Ja, ich 3 Stunden. Ja, wirklich. Das war mein Witz. So, okay. gut. Kennst du das, wenn man dann irgendwo aussteigt und man weiß überhaupt nicht, wo man ist? So, du bist völlig falsch. Ich bin letztens ausgestiegen irgendwo am Akazienweg.
Ich so, Alter, wo bin ich denn? In Simbabwe? Ich habe keine Ahnung, wo ich ausgestiegen bin, keine Ahnung. Dann läuft man so völlig verstreuend durch die Stadt und man denkt, ich wohne seit 12 Jahren hier. Und dann bist du in so Gegenden, wo du noch nie warst, wo einfach Orangenbäume wachsen, mitten im Herbst. Krasse Ecken. Naja, es ist Herbst, fühlt ihr euch wohl? Ey, du bist mit dem Biest zusammen. Du bist ruhig. So, wenn dich der Laubhaufen stört, der trägt den weg. Ja, du bist so, du ruhst so in dir, ne? Du bist auch so, machst du auch so Meditation eigentlich? Hast du gemacht? Krass. Du bist echt hübsch, übrigens. Bin schon ein bisschen verliebt auch. Aber ist egal. Finger weg. Du, ich mach mir morgen auch die Zöpfe, dann kannst du mal gucken. wie war euer Sommer? Heiß. Hatte irgendjemand einen geilen Sommer? Irgendjemand was erlebt, was cool ist, was er teilen will? Du? Doch, sag mal. Hast du irgendwas Krasses gemacht? Jeden Tag. Wo warst du? Warst du im Urlaub? Festivals. Wo denn? Oh. In Holland. Oh, yes. Ja, echt? So, okay, war, das ist krass, oder? So Druffi-Festivals, ne? So irgendwo mitten am Strand irgendwie, du wachst auf, bist so 7 Meter unterm Sand am Morgen, guckst so nach oben, so eine Möwe. Wo warst du? Wie hieß das Festival? DEFCON. Was war denn das da hinten? Und war geil, ja? Warst du drauf? Nein, musst du nicht. Aber ich sehe es in deinen Augen, durch deine Brille durch. Ich war auf dem Helene Fischer Konzert. Nein. Warst du auf dem Helene Fischer Konzert? Ich war auf in München? Dem Megakonzert von Helene. Es war der blanke Horror. War irgendjemand von euch da? Ich war eine Woche später bei Robbie Williams. Kein Scheiß. Selbes Areal. I'm loving angels. Das war voll geil. Der hat bei Angels hinter Schlagzeug gekotzt. Kein Scheiß, Alter, wirklich. Wirklich so. Ja. Hat Helene Fischer das auch gemacht? Nee, gekackt. Ja, okay. 1-0 für Helene. Also, das war so schlimm, weil es war auch so ein super schlimm. Es hat übelst geregnet halt, so den ganzen Tag. Es war voll das Unwetter einfach in München. So richtig stark Regen und Blitz und Donner. Ich wurde gezwungen, so von mehr. Es war wirklich krass. Ich musste mit dahin und so. Und es war ganz schlimm. Es war wirklich ganz schlimm. Ich war am Ende. Ich saß da, alles war nass. So, du warst so richtig am Frieren, alles, die Schuhe nass, das Wasser so hoch in den Schuhen. Und dann singt die da vorne so dieses, sag mal, spürst du das? Und ich so, ich spür gar nichts. Ich spür nix. Ich habe eiskalte Füße. Geh weg. Es war richtig schlimm, weil alle stehen da so, alle sind lost und sie die ganze Zeit nur der Pulsschlag. Und ich so, niemand hier hat noch Puls, Helene. Hör auf. Und sie die ganze Zeit, ich bin so froh, dass ihr da seid und mich supportet. Und die ganze Zeit im Untertitel, ich bin so reich, ich bin so reich, oh mein Gott, bin ich reich. Sag mal, spürst du, nein! Das war richtig schlimm. Dann war ich im Urlaub in Kroatien, auch auf einem Festival. So, und auf so einem EDM-Festival. Und wir hatten Karten für 5 Tage, ne? Und wir sind einmal hin. Weil ich bin alt. Ich bin einfach alt. Am Anfang musstest du erstmal ankommen im Urlaub. Du musst erstmal ankommen. Du musst erstmal akklimatisieren. Du musst erstmal schlafen. Du musst erstmal dich gewöhnen an die neue Umgebung. Dann musst du nochmal schlafen. Dann musst du erstmal einkaufen. Heim, schlafen. Und dann am 3. Tag kannst du irgendwo hin. Ich bin richtig alt geworden, wirklich. Es war richtig, richtig schlimm. Und dann waren wir auf dem Festival und da habe ich auch gemerkt, nee, ich kann nicht mehr. Ich bin zu alt. Weil da ist so eine Generation unterwegs. Wer ist von euch so zwischen 20 und 25? Du? Ja, sorry. Oh Gott. Sieht aus wie mein Mathelehrer. Machst du irgendwas in die Richtung? Irgendwas Mathematisches? Ich bin unsympathisch. Mit Jura? Ja, aber ist halt Cash. Also musst du halt gucken, auf was du Bock hast, irgendwie so. Wie weit bist du? Gerade erst Examen. Gerade erst Examen. Ist so gut. Hast du bestanden? Ja. Wow. Ich habe so einen krassen Rechtsstreit. Können wir später reden?
Ja, du brauchst wirklich Hilfe, aber, aber nicht von einem Juristen, ey. Haben wir einen Therapeuten hier? Nein. okay, Jura. So, das heißt, wie alt bist du? 24. 24. Und da ist man schon mit Jura fertig? Bist du so ein Überflieger? Hast du befriedigend im Examen gehabt? Ja, aber kein... Also nicht plus? Eher, ja. Nö. Ich nehme nur ab befriedigend plus. So, das, der Rest ist... Du machst irgendwas in der Verwaltung irgendwann. So, du bist... Nee, aber ihr seid so eine weirde Generation, weil, oder auch so jünger, weil wir 3 Jahre Corona und das ist so eine heftige Zeit, in der man sich nicht austoben konnte, so, oder? So mit 20 und so, so zwischen 17 und 20, man war so, lass mal was machen, aber es ging nicht, so, und dementsprechend seid ihr auch drauf gerade. Wer bist denn du eigentlich? So, und die Jugendlichen sind so völlig, die wissen überhaupt nicht, wie man mit anderen Menschen redet, so. Ich erzähle euch jetzt eine echte Konversation, die ich auf diesem Festival hatte. Ich bin 34. Ich kann nicht mehr. Ich war auf dem Klo mit einem von meinen Kumpels, wir haben so gepinkelt und haben so kurz geredet und auf einmal kam so einer von hinten und meinte so, ha, geil, du sprichst ja auch Deutsch. Und wir so, Das wird nichts Gutes, glaube ich. Das wird, glaube ich, nichts Gutes. Und dann so, voll viele Deutsche hier, cool, ne? Und ich so, ja, weiß ich nicht, also, ja. Und viele Bitches, oder? Und ich so, ja, einige. Und dann meinte er so, sind eure Schwänze auch schon wundgefickt? Und ich so, ich schwöre, das genau der Wortlaut. Das ist nicht erfunden, keine Comedy, kein gar nichts. Und ich so, nö? Noch nicht? Und danach er so, wo kommt ihr her? Und ich so, dramaturgisch war das Gespräch irgendwie weird. So, ich würde die eine Frage vor die andere setzen, so, weil das, also alles, was nach wundgefickten Schwänzen kommt, ist eher auf einer anderen Ebene. Das war einfach nur random, ey, oh mein Gott, und da habe ich gemerkt, I gotta go, ich habe viel zu viel Geld für sowas, mittlerweile.